Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Grabentisch, wie ihr erkennt, wir haben schon wieder mal einen Oettinger zu stehen. Und zwar diesmal ein Oettinger Radler alkoholfrei. Ich persönlich kenne es noch nicht, bekommen habe ich es im Kaufland bei uns in Berlin. Ja, ist mal was Schönes, sage ich mal, weil bei uns mit Oettinger ist immer ein Problem. Also da gibt es ganz viele Oettinger-Sorten da, wo wir nicht haben. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich ein neues finde, was wir noch nicht auf dem Kanal vorgestellt haben. Ja, ein alkoholfreies Radler habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben überhaupt noch nie getrunken. Wobei wir müssen auch dazu sagen, alkoholfrei heißt nicht gleich frei von Alkohol. Weil hier steht es ja auch nochmal, 0,5% Umdrehungen sind schon noch drin. Das sollte man vielleicht wissen, wenn wir jetzt vom alkoholfreien Bier stehen. Also das ist dann so eine, wisst ihr Bescheid. Ja, ansonsten wird spritzig sein, naturtrüb glaube ich nicht. Und ja, wollen wir einfach mal aufmachen, mal sehen, was das Oettinger Radler alkoholfrei so kann. So, lassen wir mal laufen. Ja, ein bisschen Durst, warum nicht? Können wir uns auch mal ein alkoholfreies gönnen. Ja, es filtriert, da ist nichts mit irgendwie einer Naturtrübung. Das war wohl wirklich eine Ausnahme. Da war ich ein bisschen zu schwungvoll, was? So, was haben wir denn da? Ja. Radler, ne? Biermischgetränk. Sieht so aus. Okay, haben wir eine Blume, aber das war wirklich gerade ein bisschen schwungvoll eingegossen. Also ich bin mal fair, machen wir mal zwei. Zwei Finger breit, feinporig, sehr schneller Zerfall wieder, Kraterbildung, mittelgroße Luftbläschen, die zerploppen dann so ein bisschen, ist ein bisschen Bewegung drin und die Blume bleibt tatsächlich auch ein bisschen an der Glaswand kleben, wie sie das eigentlich mit der Entspannungsverdampfung hatten wir drin gehabt. Ja, okay, Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher, keine Inselchen, ist klar. Kohlensäure ist in Ordnung, perlt ganz gemütlich nach oben, nicht zu viel, nicht zu wenig, guter Durchschnitt, filtriert, sagte ich schon, und von der Farbe her klassisches Radler, geht halt auch so in diesen Gelbton, leicht goldig hinein. Nicht wässrig, finde ich gut. Ja. Eigentlich ganz ansprechend aus, ne? Ich glaube, können wir 7 Punkte geben. 7 von 10 Punkte für die Ästhetik, finde ich gut. Machen wir mal anschnuppern. Zitrusfrucht, ganz klar. Radler halt, ne? Riecht aber lecker. Riecht lecker, Leute. Das riecht richtig lecker hier, ne? Das ist richtig so. Zitronig. Ich gucke gerade, ob da Zucker. Doch, natürlich, muss ja. Aber es trotzdem ist. Boah, das riecht richtig lecker. Also, ich muss wirklich sagen, lecker. Ist lecker. So, ihr Lieben, wir machen jetzt mal einen Antrunk hier. Komm. Also, auf euch, zum Wohl, auf das Radler, auf den Genuss. Wollen wir mal. Leute, was macht ihr da in der Oettinger Brauerei mit dem Radler, ey? Das ist jedes Mal ein neues Erlebnis, wenn man von Oettinger einen Radler trinkt. Das ist mir bei keinem anderen Radler aufgefallen aus anderen Brauereien. Bei euch hier in Oettingen, da ist irgendwas los. Ich weiß nicht was, aber irgendwas stimmt da nicht. Das kann doch gar nicht sein, ey. Was ist denn da drin? Und da Honig drin? Wo kenne ich denn den Geschmack? Aber so intensiv, das ist ja... Wieso? Also, wir fassen mal zusammen. Ich mache es jetzt mal ganz schnell abkürzen. Der Antrunk tut das, was er soll. Er bereitet den Mundraum auf das Radler bzw. auf das Biermischgetränk vor. Alles ist mit Aromen ausgehöhlt. Perfekt, da gibt es nichts zu meckern. Kennen wir von Oettinger. Grund auch solide. Perfekt. So,
Jetzt kommt aber was Neues hinzu, und zwar eine volle Überraschung, und zwar volle Bandbreite. Ich habe es schon mal erwähnt, ziemlich zu Anfang hier auf dem Biersüffler-Kanal, wo ich über das Oettinger Radler gesprochen hatte. Wir erinnern uns, in der KW 50, in den News, habe ich ja den Brief, den ich ja diese Antwort schreiben, vorgelesen von der Oettinger Brauerei, wo ich gefragt hatte, ob es das Oettinger Radler Naturtrüb auch in diesen NRW-Flaschen gibt, hier in Berlin beim Kaufland. Ich bin immer noch nach wie vor der Meinung, ja, weil wir hatten keine anderen Flaschen, weil ich kaufe immer NRW-Flaschen und ich bin der Meinung, es stand Naturtrüb drauf. Ich kann mich aber auch komplett irren. Das war lecker gewesen. Dann hatten wir das normale Radler gehabt. Das fanden wir nicht so lecker. Jetzt habe ich hier einen Radler alkoholfrei. Das schmeckt wieder total lecker. Da ist irgendwas drin, was verdammt lecker schmeckt. Also erstmal schmeckt das Ganze nach Zitronenbonbon. Dann ist dann so ein bisschen was Nussiges drin, was mich völlig verwundert. Ich bin total irritiert hier. Und also... Da ist irgendwas Sauleckeres drin. Und ich bin der Meinung, es hinterlässt auch so einen Nachgeschmack. Das erinnert mich an so einen Honigbonbon. Ich kann mir nicht helfen, aber da ist kein Honig drin, oder? Da steht doch gar nichts drauf von Honig. Und wieso schmecken alle Radlers anders als aus der Brau? Das kann doch gar nicht sein, oder? Was soll denn das? Also hätte ich das gewusst, hätte ich mir das öfter gekauft. Das hätte ich mir öfter gekauft im Sommer. Hätte ich das gewusst? Boah, und süffig, Leute. Das ist süffig. Also Mittelteil, den haben wir ja jetzt ja schon eine ganze Weile, ne, dran rumgetrunken. Weil das wirklich verdammt süffig ist. Und... Es festigt sich ein bisschen. Es ist dann so dieses leicht herbe, sage ich mal, was von der Zitrone kommt und auch vom Hopfenextrakt, das merkt man tatsächlich. Das erinnert einen auch an die anderen Oettinger Radler-Sorten, die es gibt, also das Filtrierte und das Naturtrübe. Was hier wirklich hinzukommt, ist diese Nuance von diesen Zitronenbonbons. Ja, so nimmt zwei Zitrone, so in diese Richtung geht das. Und dann aber noch irgendwas Nussiges, das so einen süßlich-nussigen, herben Geschmack hervorbringt. Ich hatte erst die Überlegung gehabt, ob es Honig ist. Weiß nicht, also ein bisschen an Honig, also eine Honignuance erinnert. Ich bin völlig verwundert, Leute. Ich bin wirklich völlig verwundert. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein langweiliges Bier. Deswegen habe ich es so lange auch aufgehoben. Ich bin jedes Mal aufs Neueste überrascht, was im Hause Oettinger wirklich an Potenzial drin steckt. Aber ich bin noch mehr überrascht, warum alle Radlers unterschiedlich sind. Das kann doch gar nicht sein, oder? Also jetzt ist nur rein von der Logik her. Die haben eine Rezeptur. Da ist das Alkohol rausgeholt worden. Und ich weiß ja, wie Alkohol ungefähr schmeckt. Mit Oettinger Bier, wie gesagt, haben wir mehr als genug getrunken. Da wissen wir auch ungefähr, was uns da erwartet. So. Aber vom Grund, vom Charakter her, kann doch dieses Radler nicht anders schmecken als die anderen, oder? Das sagt mir meine Logik von der Rezeptur her. Weil hier wurde dann der Alkohol im Prinzip ja dann wieder rausgeholt oder was, oder wie. Aber dann verändert sich doch nicht der Geschmack in dem Sinne, dass dann neue Sachen dazukommen, neue Komponenten. Und ähnliches verhält sich das bei den Naturtrüben und den Filtrierten. Naturtrübe Biere haben generell immer mehr Aromen drin, ist ganz klar. So, und die werden dann bei der Filtrierung wieder rausgeholt. Und das hier ist wirklich, ich bin begeistert. Leute, ich bin wirklich begeistert. Ich weiß nicht, ob ich es die ganze Zeit trinken könnte, aber so ein paar Flaschen davon im Sommer stelle ich mir verdammt lecker vor. Saugut. Freunde, das können wir abkürzen, dieses Video. Einen Abgang erspare ich mir. Ich habe lange genug an dem Bier rumgesüffelt. Das ist ja schon leer, das erste Glas. Alkohol ist nicht drin, da passiert auch nicht viel. Also 0,5. Es ist lecker. Es ist kein Alkohol drin, aber es ist ein leckeres Radler. Es schmeckt fast genauso gut wie das Naturtrübe. Ja.
Und nur das Filtrierte schmeckt mir nicht. 5. 5 von 5 / möglichen 6 Punkten ist es mir auf jeden Fall wert. Ich hätte fast 6 Punkte gegeben, aber das mache ich nicht, weil ich denke mal, dieser Honiggeschmack, ich nenne ihn jetzt mal so, der wird einen irgendwann auch so zum Hals raushängen, oder? Das ist jetzt nur der Überraschungseffekt, warum das so saulecker ist. Leute, Oettinger, habt da wieder gut gemacht. Schmeckt. Und damit ist der Biersüffler draußen. Wir sehen uns wieder in dem nächsten Biertestvideo. Bis dahin. Ciao, euer Biersüffler.